Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Borderlands 3. Ich habe neu gestartet und jetzt bin ich hier aufgetaucht. Was ziemlich cool ist, weil dann können wir nämlich das Fragezeichen machen, das jetzt weg ist. Das war, glaube ich, hier. Naja, okay. Cool. Verdammt. Das war da drüben und naja. Jetzt kommen hier halt wieder die ganze Meute von heute. Naja. Aber wir haben ja immer noch den Bär dabei. Hey. Ja, hinter mir kommen ziemlich viele jetzt. Mein Teil getan, ja. Riesenarschlöcher im Visier. Ui. Ja, wirklich Riesenarschlöcher am Visier. Oh, hey. Ich verstecke mich nicht. Ich habe auch Zeit. Was sind das für Typen? Ich hätte mehr Granaten mitnehmen sollen. Ja. Das habe ich vermutlich verdient. Ist er tot? Na komm. Schau raus. So. Ich lebe ja immer noch. So. Dann schauen wir mal hier. 500. Haha. So, ich muss niesen, hör Mann. Wieso? Okay. Oh je. Ah, Entschuldigung. So. Naja, ich überlege gerade, weil wenn wir jetzt das Ausrufezeichen hier nicht mehr haben. Ja, okay, wir können dahin gehen. Aber bis dahin ist es halt so ewig lang. Kann ich einfach so? Warte mal. Mach schnell, Geselle. Ja, das mache ich irgendwann anders. Kann ich einfach so hier hin beamen? Ja, hey, krass. Ich habe es ja lange nicht mehr gespielt. So. Gut.
Gut. Ja, stimmt, hier muss ich ja gar nicht hin. Naja, egal. Ich verkaufe jetzt erstmal meine Sachen. Und dann. Ja, stimmt, ich muss ja jetzt mal hämmern. Stimmt. So, also, let's. Verkauf. Ich bin arbeitslos und wütend. Okay. Warte, das können wir vielleicht, ja, das können wir vielleicht in mein Zimmer tun, an die Wand hängen. Hier. Das sieht schon cool aus. So. Kann ich eigentlich hier schlafen? Nee, kann ich nicht. Wow. Ach. So, dann wollen wir mal Eden 6. Bei den anderen haben wir noch Hauptmission oder Nebenmission, ist klar. Ja. So. Aber die machen wir mal, wenn wir so random auf dem Planeten sind. Kammerjäger, ich bin Baronin Aurelia Hammerlock. Oh, hallo. Chefin der Jacobs Corporation. Mir wurde mitgeteilt, dass du meinen Bruder gerettet hast. Wie enttäuschend. Es ist eine Familienangelegenheit und du hattest kein Recht, dich einzumischen. Kammerjäger sind nichts weiter als Huren. Und ich werde dich dafür bezahlen, meinen Planeten zu verlassen. Komm zur Villa Jacobs, damit wir über deinen Preis reden können. Sind Huren. Oh, wenn du Alistair siehst, sag ihm, dass ich reich bin. What the fuck? So. Das hat ja sehr wohl was mit mir zu tun. Ich habe die ja anderen in Borderlands gespielt. Haha. So, wo müssen wir denn hin? Wir müssen wieder auf den Berg drauf, ne? Da, ne? Oh Mann! Wieso hat der dann da unten hingezeigt? Naja, zum Glück können wir einfach so hier hin beamen, das ist gut. Hallo! Kammerjäger, du bist einfach großartig. Du hast es geschafft. Jetzt stehe ich echt in deiner Schuld. Kammerjäger, meine Schwester hat dich kontaktiert, nicht wahr? Ja, Aurelia hat angeboten, mich zu bezahlen, wenn ich Eden 6 verlasse. Diese verdammte Harpie! Alles, was dir Aurelia mit einer Hand reicht, soll dich nur vom Messer in der anderen Hand ablenken. Sobald du diese Villa betrittst, wird sie versuchen, dich zu töten. Und genau deswegen gehen wir. Winnie! Kammerjäger, wir stehen in deiner Schuld, seit du Alistair aus den Fängen der Fanatiker gerettet hast. Und dein Jacobs steht zu seinem Wort. Ich besorge dir den Kammerschlüssel, aber das bedeutet, dass wir gemeinsam in den Bau dieser Harpie gehen. Der Schlüssel befindet sich seit Generationen im Besitz meiner Familie, aber sein Versteck ist ein Geheimnis, das mein Vater mit ins Grab nahm. Nimm Aurelias Einladung an und beschäftige sie, während ich die Villa nach dem Schlüssel durchsuche. Niemand. Warum sollte man? Wenn du meine Schwester treffen musst, will ich offen sein. Aurelia ist eine der wohlhabendsten Kreaturen der Galaxis, aber lass dich von ihren feinen Fummeln und den kostbaren Juwelen, die sie trägt, nicht täuschen. Sie hat das Herz eines Banditen. Sie nimmt sich, was sie will. Sie glaubt nur an sich selbst. Hätte sie Tyrenes Charisma und Troys Verschlagenheit, hätte sie schon längst einen eigenen Kult gegründet. In den Kalypsos hat sie ihre wahre Familie gefunden. Nein, das ist es nicht. Ja, auf jeden Fall ist sie sehr. Tschüss!
Alistairs Retter in Fleisch und Blut. Gut, dass du da bist, Kammerjäger. Jetzt kann ich dich zu einem Freestyle-Rap-Battle herausfordern. Was? En garde! Meine Rettung hat dich wertvolle Zeit gekostet, Kammerjäger. Wenn ich dir irgendwie helfen kann, sag es bitte einfach. Ja, tschüss. Ich bin so einsam. Eine Umarmung. Nur eine, ist das so schwer? Ja. Es ist so schwer. So, gut. Dann wollen wir mal die Schwester besuchen. Mal schauen, ob wir das annehmen können oder wahrscheinlich nicht. Werden wir natürlich nicht machen. Da hinten ist die. Da ist ein Katrider. Dann werden wir mal da runter. Das ist ganz unten. Warte mal. Ist das ganz, ganz unten? Das ist hier. Ha. Kommen wir denn da lieber über die Brücke oder? Ja, wahrscheinlich, ne? Ja, wahrscheinlich nicht. Nee, ich muss hier hin, weil da ist es, glaube ich, zu. Podracer. Dip, 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 dip. Hier hoch, oder? Moment. Ja. Ich komme da durch. Verdammt. So. Ist er... Alter. Ist aber ziemlich unpraktisch zu erreichen hier. Ah, die Hure will bezahlt werden. Ich wusste, dass du kommst. Die Loyalität eines Kammerjägers ist immer käuflich. Komm zur Villa und du bekommst dein Geld. Die Hure. Und jetzt raus hier. Die Munition schießt sie nicht von selbst. Oh Gott. Wie überall das, dieses blöde Video läuft, ne? Ich bin betrunken. Und du bist es auch. Und genau darum hörst du dir jetzt an, was ich sage. Pass gut auf. Ich sage es jetzt. Ich bin es nicht, Monty. Ich bin es nicht. Du wirst älter. Wer weiß, wie viele Jahre du noch hast. Also denkst du über deinen Erben nach. Tja, dieser Clay ist der Mann dafür. Er ist der Sohn, den du immer haben wolltest. Was für ein Anblick. Ein geläuterter Schmuggler, der Jacobs zum Horizont führt. Und ich? Ich werde einfach mein Leben leben. Ich bin kein Revolverheld und für die ganzen Bastarde da draußen heißt das, ich bin kein Jacobs. Aber Alistair hat damit nichts zu tun, hörst du? Ich sage das. Und es war verdammt nochmal Zeit. Okay, hi. Hab da ein Problemchen mit einer Hexe. Die führt nichts Gutes im Schilde. Eine Hexe? Hallöchen, ich bin Merle. Schreibt sich U, spricht sich Ö. Hexer des siebten Alephs und Meister der feurigen Künste. Mir macht eine Hexe Probleme. Lebt im Sumpfweg. Ich glaube, sie hat den Pakt gebrochen. Du musst ihr bei ein paar Sachen helfen und rausfinden, was sie im Schilde führt. Ihr Name ist Azalea Splitter. Ein echt verrücktes Huhn. Du musst für mich herausfinden, ob sie den Pakt gebrochen hat, den wir alle eingegangen sind. Mehr darf ich dazu nicht sagen. Super geheimes, okkultes Zeug.
Ich hab dich gefressen. Super, oh, Geheimnis-Okkultist. Auf deinem Weg ruhig die Anhänger der Kalypsos aus. Diener, Anhänger, fast so entbehrlich wie Kammerjäger. Ach komm, die ist ja ziemlich zielsicher. Ah. Ja, ist halt nicht Zero, ne? Schade, ich hätte gerne einen Sniper gespielt, aber naja. Muss ja nicht. Hi! Mit meinem letzten Atemzug verfluche ich Claptrap. Ist das geil. Oh, hi. Ui. Okay. Ah, mein Schatz. Hui. Alter, wie geil. Ein Schild ist besser als meins. Ja, hallo. Nee. Das ist auch ein Sniper, ne? Ja, aber es gibt alles Geld. Das ist es dann wert. Bim, bim, bim. Ja. Ich geh mal kurz noch da hoch. Weil da gibt's noch so ein Sprechding. Ich hatte gute Zeiten in dem kleinen Nest. Was haben wir getrunken? Monty, Margaret und ich. Nach ein paar Drinks sage ich. Monty, warum hast du mich den ganzen Weg hier rausgeschleppt? Er lehnt sich rüber und meint. Tja. Ich habe gesehen, was mit Promethea passiert ist. Sorry. Die Kammer gefunden hast. Und ich schätze, wenn es hier eine Kammer gibt, werde ich davon erfahren, um solche feigen Hurensöhne wie dich fernzuhalten. Alle am Tisch schweigen. Dann sage ich, darauf wollen wir trinken. Ja. Alter. Ist das nice. Was ist das? Auch ein Sniper. Die ganzen Sniper hier. Episch.
Ja, aber nicht epischer als meine. Ja. Gut, hat sich auf jeden Fall gelohnt, ne? So. Dann begib ich mich mal zur Villa. Warte. 1100, jo. Gekauft. So. Ich muss dahin, deswegen gehe ich erstmal dahin. Ist gar nichts hier. Doch ein Fanatiker. Ich muss da diese Bam. Aha, ist doch mal was da. Also Pumpgun dann will ich eigentlich nur wenn es wieder mit Explosiv Damage ist. Weil die waren richtig geil. Aber die. Hallo, ich bin Zero. Du wirst diese Attentate für mich ausführen. Sie alle drei. Ein Mann, ein Monster. Mach dir darum keinen Kopf. Beide bluten gleich. Was ist das denn für eine? Wie sieht der denn aus? Warte, ich. Was hat der da? Achso, der spricht sofort, Achso, der spricht durch ein. Ding. Durch ein. Na, wie heißt das denn? Keine Ahnung. Oh, der hat einen Reifen. Alter, der wirft mit dem Reifen auf mich. Sein eines Gesicht ist so krank wie das andere. Zwei Wesen, ein Grab. Ja. Cool. Bin zwar ein bisschen geplättet jetzt, aber egal. Habe ich gebraucht. Ja, yep. Definitiv. Ja, cool. Einfach so einen Auftrag vom Zero bekommen. So. Aua, du tust bei dir. Töten! Lass mich doch so viele Sachen, die ich noch nie gebaut habe! Ich komm dir so, Hey, aus. Scheiße. Bleib liegen, Lusche! Oben hat ziemlich Damage gemacht hier. So, naja. Ich bin fast in der Villa. Es gibt hier eine ziemlich enge unterirdische Passage.
Das Gebäude hat mehr Eingänge als eine Hure in einem Bordell für Tintenfische, wenn man keinen Wert auf Bewegungsfreiheit legt. Beim Thema Penner fällt mir ein, während du Aurelia ablenkst, werde ich den Bühnensaal im Theaterflügel durchsuchen. Mein Vater hatte ein Arbeitszimmer unter der Bühne versteckt. Wenn es einen Hinweis auf den Kammerschlüssel gibt, dann dort. Das Bordell mit Tintenfische? Was ist los mit denen? Ich bin drinnen. Es macht mich nicht glücklich zu sehen, wie diese Harpie ihr Unwesen in meinen Ahnenhallen treibt. Sie hat die Familienporträts entsorgt, als wären sie Schlachtabfälle. Was würde ich dafür geben, sie mit meiner Schrotflinte bekannt zu machen? Alter. Bisschen kleines Anwesen, ne? Junge, Junge. Ah, da draußen. Da gibt's noch eine Sprechanlage. Die hole ich mal kurz und dann machen wir die Folge. Beenden wir die Folge. Und dann nächste Folge gehen wir in das Haus rein. Als ich eines Tages auf dem Weg zum Anwesen bin, höre ich jemanden schießen und fluchen. Ich gehe um die Ecke und sehe seinen Sohn Wainwright, der versucht mit einer Pistole Dosen von einem Zaun zu schießen. Ich bin ja kein Revolverheld, aber der Junge hatte überhaupt kein Zielwasser. Er blinzelt, leckt sich die Lippen, flucht und meint, dass er nie ein Jacobs sein wird. Dann merke ich auch warum. Der Kleine ist auf einem Auge blind. Also gehe ich hin und sage, hey Junge, versuch's doch mal mit einer Schrotflinte. Ja, da hat er recht. Gut, dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, bye bye.